Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Gut. Pass auf, wo du hin. Was siehst du da? Möge Gott dich behüten. Ja, also zuerst machen wir das mit dem. Mit der Hinrichtung. So. Das mit dem Fuchtriechen. Dafür müssen wir es. Wenn alle Stricke reißen. Okay. Perfekt. Das machen wir so gleich. Und hab. Und so. Absteigen. Wir sind, glaube ich, hier gut situiert, oder? Nein, Moment. Ruf. Ratai. Überwiegend zufrieden. Das hier gefällt mir nicht ganz, aber besser als nichts. Oh ja, Moment, bevor ich es vergesse. Hallo, Herr Schneider. Ich hoffe, ich... Reparieren. So, das und das hier. Machen wir das kurz und knapp. Besprechen wir den... Nun... Ich weiß, wie viel, das ich letztes Mal gezahlt habe. Ist das genug? So kriegst du... Endlich ein... So, okay, das ging. Und dann handeln. Möge Gott über dich... Damit wir unsere Sachen selbst reparieren können. Und überprüfen. Besprechen wir den... Nun, für... So. Letztes Mal habe ich 200 gezahlt. Einverstanden? Du bist ein Knopf. Weil du es bist. Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Ja, okay. Ja, bei dem... Sehr gut. Gut, also das hätten wir. Wir gehen noch schnell hier rüber. Wo ist es? Schneiderset. Perfekt. Ja, er ist da oben. Gut, dann gehen wir schnell nach oben. Hey, Vogt, lieber Vogt, hallo. Ist das die schwarze Chroniken? Nein, ich glaube ein Stockwerk weiter oben. Hey, Vogt. Guten Tag. Auch Ihnen einen guten Tag. Wie ich höre, soll eine große Hinrichtung stattfinden. Ich hörte, dass eine große Hinrichtung stattfinden soll. Allerdings, das wird ein glorreiches Spektakel für die Stadt. Jahrelang wird man darüber reden. Wer wird hingerichtet? Die schlimmsten Verbrecher und Geächteten weit und breit. Peter von Dauba, Georg Weiß und Frost Herald. Was haben sie getan? Frag lieber, was sie nicht getan haben. Haben im ganzen Land Ärger gemacht. Okay, was hat Peter von Dabuda? Wer ist Peter von Dauba? Dauba. Ein Adliger, der sein Vermögen verlor, hat monatelang Händlern aufgelauert. Das war alles? Anfangs ja. Aber dann schrie seine Bande nach Blut. Sie töteten einen ganzen Trupp, der sie jagte. Der Mann wird nicht ungeschoren davonkommen. Okay, und Frost, Herald? Was wie Geralt? Was kannst du mir über Herald sagen? Er wird Frost genannt, weil er eiskalt daherkommt, bis er loslegt. In meinem Leben habe ich viele Mörder gesehen, aber dieser hat den Teufel im Leib. Weshalb? Es heißt, nur die Schreie und das Gewimmer seiner Opfer können ihm je ein Lächeln entlocken. Dieses Tier tötet zum Vergnügen. Als sie ihn erwischten, hatte er eine Kerze aus einem Kinderarm dabei. Bringt Glück, meinte er. Himmel. Ja, Himmel. Ich wollte bei den meisten sagen, ja, da haben wir Schlimmeres getan, aber... Okay, bei dem einen ganzen Trupp, wir haben mehr als eine Truppe niedergemäht. Alleine. Okay, und Georg Weiß... Was ist mit Weiß? Keiner weiß, woher er eigentlich kam, aber es heißt, das Morden begann mit ihm. Er hinterlässt nie Zeugen.
Eher löscht er ein ganzes Dorf aus, als das Risiko einzugehen. Okay, das war alles. Hab Dank, Vogt. Das ist alles, was ich wissen muss. Gut, sonst irgendetwas Neues? Meister Vogt, gibt es hier irgendwelche Neuigkeiten? Nichts, was mich kümmern muss, Gott sei Dank. Okay. Alles Gute. Gut, dann machen wir hier zu. Hier kann man nicht lesen. Die schwarzen Chroniken sind oben. Das haben wir alles. Gut. Der Typ ist die ganze Zeit am Schlafen. Kein Problem. Wir machen auch schön leise die Tür zu. Okay. Ich meine, das war für das Ganze hier, ja. Dann haben wir hier die Kommanden und so weiter. Setzen. Lesen. Finde ähnliche Fälle in den schwarzen Chroniken. Buch des Henkers von Ratai. Sabotiere die Hinrichtung des Kommandanten-Henkers. Okay. Teile Hermann mit, was du herausgefunden hast. Während der Müller aus Butter stand er mit Hilfe von Kubin genannt, der Block Freiherr von stand sich gemeinsam mit Nikolas und Blahut aus irgend so einem Namen des Diebstahls eines Pferdes, welcher ein Mönch aus Tessa stand einem Frauenmantel. Gestand einen Frauenmantel von Hausherrin Sorina gestohlen und ihn in Beneschau verkauft zu haben. Des Weiteren stahl er das Pferd von Nikolas. Okay, ganze 10 Seiten. Gut. Überfliegen wir mal. Im Jahre des Herrn. Danach wurde die Herrschaft von Wenzel. Richter über die Rebellen gehen die Krone in diesem Buch die Namen derartiger Personen und die Art der Qualen vermerkt, die ihnen vor ihrem Daseins dahinscheiden aus dieser Welt durch die Hand des Henkers rechtmäßig zugefügt wurden. Jan der Müller aus Potsau gestand mit Hilfe von Jenek Zack aus Poschna und jemanden namens Holfek die Mühle in Buschendorf ausgeraubt, keine lebendige Seele zurückgelassen und das Liebesgut im Wirtshaus von Peter in Poschna verprasst zu haben. Derselbe Jan sagte aus, dass sie das aus der Mühle gestohlene Eisen an einen gewissen Hitler genannt Einauge Zimmermann in der Nähe von Patzau verkauft haben. All das gestand er ohne Folter. Jan der Müller war als Gemeiner zum Tod durch den Strick in Ratai verurteilt. Der Junge erzählte herum, dass Marschi, Bruder des Bürgers Hinkoffs aus zusammen mit Bla aus Schätzungen einen Diebstahl begangen haben, derselbe habe das Schwert von Matzete dem Zimmermann genommen und es unter seinem Mantel versteckt fortgeschafft. Des Weiteren erzählte Martin, auch Amsel von genannte, haben im Schutz der Dunkelheit zwei Pflüge mitsamt deren Pflugscharen von den Feldern gestohlen und sie Nikolas verkauft. Priebig Schnabel, Schibal, wusste von diesem Vergehen und meldete sie nicht. Für die Beihilfe zum Diebstahl bezieht er 30 Schläge mit dem Stock. Gestandene Frauenmantel, er sagt zudem, dass der Sohn aus der Stadt, Mann, diese Namen, für ihn die Heuhaufen und den Kuhstall von Pernell beim Stallmeister angezündet und niedergebrannt habe. Außerdem gestand er mit zwei Pferde aus gestohlen zu haben, bla bla bla, Pferd von einem gewissen Jan. Entwendete, auch erzählte er, schlapp aus 5 Münzen abgekauft dafür und insbesondere für Brandstiftung wird ertränkt. Okay, aber das passt alles bis jetzt zu keinem von unseren Gegnern.
Kubin, genannt der Block, Freiherr von Gestand, sich gemeinsam mit Nikolas und des Diebstahls seines Pferdes, welches ihn in manchen schuldig gemacht zu haben. Darüber hinaus sagt er, außer Levetz und dessen Sohn Jan hätten den Mord an der Frucht von Hallo irgendein Name und Vielzahl Diebstahl begangen. Auch erzählt er von Gregor, dem Bruder von dieser soll mit ihm gestohlen und einen Händler für dessen Wertsachen getötet haben. Kubin führt sie bei dieser Tat an und gibt sich auch dem Morden und der Blundern hin. Als Freiherr von Leiper wurde er zum Tode durch das Schwert verurteilt. Okay, Moment, wir schreiben uns das mal auf. Und das klingt nach dem ersten. Duaja oder wie der heißt, Schwert. Gut. Martin aus Wäsche, genannt der Hirsch, sagt aus, auf dem Heimweg von Meißen einen Händler ausgeraubt und daraufhin gefallen am Diebeshandwerk gefunden zu haben. Deshalb entschied er sich, Missetaten wie diese gemeinsam mit seinem Spießgesellen in der Provinz fortzuführen und besagte Missetaten noch mit noch größerem Erfolg ausüben zu können, tötete sie drei schwangere Weiber in Oh. und in anderen Städten, schnitten die Föten aus ihren Leibern und entnahmen diesen Herz, Lunge und Leber. Ach du Scheiße. Die Eingeweide kochten sie in der Teufelsschenke im Boden und verzehrten sie, da diese ihnen mehr Kühnheit und Kraft für ihre schädlichen Taten verleihen sollte. Dafür haben sie mehr als nur den Tod verdient. Ihr Fleisch wird zerrissen, ihre Augen herausgebrannt und ihr Körper von Rechtracht zermalt. Okay, das war dann für den Frost. Frost, also, dafür Fleisch zerrissen. Fleisch zerrissen. Augen ausgebrannt. Gut. Und, Rechtrad zermalt. Gut. Anna aus Straczowice, genannt Zorena, sagt aus, ihr Kind ermordet und ihren Nachbar Jan Köstin dazu gedrängt zu haben, ihren Ehegatten zu ermorden. Dieser verkaufte daraufhin mit ihrer Hilfe die Ochsen und hegte die Absicht, den Hof seine Zwecke zu nutzen. Anna Zorena wurde lebendig begraben, woraufhin man ihr einen Pfeil durchs Herz trieb, auf das sie nicht als Wiedergängerin aus dem Grab wieder aufersteht. Okay, heißer Tobak. Tonda, ein Bauerngehilfe aus Vlashime, sagte am Kasamstag unter Folter aus, gemeinsam mit Heinz aus Uschitze, auch hinkender Heinz genannt, Bildstöcke gestohlen zu haben. Auch gestand er auf dem Weg nach Talmberge dem Vogt um 5 Pferde und Kostbarkeiten im Wert von 5 Groschen erleichtert zu haben, wobei auch ein Hinecke genannter Stinker zugegen gewesen sein soll. Er gab außerdem an, sich auch weiterhin in Gesellschaft des besagten Hünek in den Wäldern um Letetschko aufgehalten zu haben. Tonda wird für den Diebstahl ein Ohr abgeschnitten. Also die zwei kommen uns bekannt, also der Stinker, der hinkende Heinz und Tonda kommt uns alles bekannt vor. Aber gut. So, wir müssen jetzt zum Henker. Ist der an seinem geliebten Ort? Ja. Zum Glück. Aber wir müssen zuerst noch bei Adam vorbei. Und hopp!
So. Ach du Scheiße. Also der erste wird durch das Schwert sterben und die anderen zwei, wie es aussieht, werden noch zu Tode gefoltert. Das Fleisch zerrissen, die Augen ausgebrannt und dann mit dem... Gott sei mit dir, Heinrich. Auch mit dir. Da bist du ja. Ah, da mein Freund. Ich hoffe, ich kann dir... Ich war beim Köhler. Zufällig, aber... Er hatte nichts mehr in deinen ganzen Anteil geben. In einen Teil deines Anteils geben. Nee, das Ganze. Ich habe zwar was, aber war auf jeden nichts. Ja. Wie komme ich zu dir? Möge Gott über dich wachen. So. Und jetzt noch Biancas Kreuz. Das nicht wirklich? Und? Hier bitte. Hier. Danke, Heinrich. Die einzige Erinnerung. Gut, ich hatte etwas Hilfe. Ach, nichts. Ah, ich will nichts. Ich bin wie großzügig von dir, Heinrich. Komme ich zu dir. Lebe wohl. Ja. Also, was zum Teufel? Warum ich nicht sage, wir hatten Hilfe. Die einzige Hilfe, die wir bei diesem Dings hatten, waren der Köhler, der Dieb. Und Andreas. Und Andreas ist nicht gerade der Netteste. Also, er ist schon nett. Aber er hat uns von Anfang an belogen. Er wusste, wo das Kreuz ist und wer das Kreuz hat. Wollte uns nichts sagen. Und dann mussten wir es ihm noch abkaufen. Also, nö. Der Typ soll sich bei denen nicht bedanken. Also bei ihm. Oder beim Köhler. Deshalb gehen wir jetzt, so schnell uns unser Pferd trägt, zum Henker. Und sagen ihm, was Sache ist. Gut. Und jetzt kommen wir da an und es stellt sich heraus, wir hätten gar nichts aufschreiben müssen. Heinrich hätte sich das alles gemerkt. Oder hat sich das alles gemerkt? Haben sich Banditen hier wieder breit gemacht? Nein? Gut so. Ich hätte ihnen die Köpfe eingeschlagen. Wäre da gekommen, bam, und weg. Hallo, guter Mann. Auch du sollst von Gott geschützt werden. So, langsam geht's nach oben. Okay. Die wollen Ärger. Beszarás, és pont amikor kedvem lenne valakiből kiverni a... Was war das denn? So, der Erste. So, der Nächste, bitte. Ein Kumane. A picsába, hagyd már! El... So. Der Andere versucht abzuhauen. So. Habe ich getroffen? Ich glaube, der ist noch in den Pfeil gelaufen, oder? Sieht nicht so aus. Scheiß drauf. So. Bogen weg. Und die Händler befreien. So, ihr zwei. Kann ich sie irgendwie befreien? Verdammt! So, und Streitkolben. Ich weiß, wir sind jetzt wieder über... Gibt es kein Dankeschön? Kein... Da liegt doch irgendwas, oder nicht? Ja. Kein gut gemacht. Nein, natürlich nicht. Lass mich die ganze Arbeit machen und dann... So.
So, und die Heldenrichtung soll da oben stattfinden, nehme ich mal an. So, Heinrich kommt euch besuchen, liebe Leute. Seid ihr soweit? Die kleinen Turteltäubchen. Was zum Teufel? Ja, ich komme hier nicht weg. Hallo, Hermann. Ich brauche deinen Rat. Ja? Weißt du, was sie getan haben? Hast du in den schwarzen Chroniken gelesen? Ja. Sag mir, was du weißt, und ich versuche, etwas daraus zu machen. Aber bedenke, dass ich mir nur etwas einfallen lassen kann, wenn du alle Informationen aus den schwarzen Chroniken beschaffst. Jeder Henker hat seine eigene Vorgehensweise. Und dieser Bastard könnte etwas anderes vorhaben. Also, Peter von Duaba. Peter von Duaba hat viele Menschen auf dem Gewissen, ist aber ein Adliger. Er wird gehängt, geköpft, er wird lebendig begraben, gefoltert, er bekommt 30 Hiebe, auf ihn wartet der Scheiterhaufen. Er wird geköpft, also das Schwert nämlich an ist geköpft. Sein Kopf wird wohl rollen. Das ergibt Sinn. Seine Verbrechen wiegen schwer, aber er ist ein Adliger, also erwartet ihn kein unehrenhafter Tod. Gut, Georg Weiß ist ein blutrünstiger Bastard, der eine Spur aus Leichen hinterlassen hat. Mhm. Ja. Gehängt, geköpft, ertränkt, nicht? Er wird lebendig begraben, er wird gefoltert. Das kann man als Folter bezeichnen, oder? Er wird gefoltert. Er hat viele Leben auf dem Gewissen, aber ich schätze, dass eher einer der anderen gefoltert wird. Okay. Frost Herald ist der Schlimmste. Ein Scherge des Teufels. Seine Taten stellen die eines Dämons in den Schatten. Okay, er wird gefoltert. Mit dem wird sich der Henker Zeit lassen. Er wird uns seinen Tod betteln. Wenn ich mich nicht irre, beginnt er mit dem Fleischreißen. Ja, könnte stimmen. Er hat es verdient. Okay. Georg Weiß ist ein blutrünstiger Bastard, der eine Spur aus Leichen hinterlassen hat. Genau. Ertränkt? Er soll ertränkt werden. Das glaube ich nicht. So bestraft man Brandstifter. Stimmt. Georg Weiß ist ein blutrünstiger Bastard, der eine Spur aus Leichen hinterlassen hat. Er wird gehängt? Er verdient keinen ehrenhaften Tod und wird deswegen wohl am Galgen baumeln. Ein Mörder hat nichts anderes verdient. Macht Sinn. Also, haben wir alles, was wir brauchen? Wir haben alle Möglichkeiten bedacht. Mehr können wir nicht tun. Also, und wie sieht dein Plan jetzt aus? Also, wie sieht der Plan aus? Zum Köpfen. Eines Henkers größter Stolz ist es, jemanden mit nur einem Schlag köpfen zu können. Das ist eine Kunst, die viel Übung erfordert. Aber wenn die Klinge stumpf ist... Ich verstehe, aber wie komme ich an das Schwert? Das wird schwierig. Das Schwert ist eines der wertvollsten Werkzeuge des Henkers. Okay, wie wäre es mit Vertauschen, also stehlen? Das sollte genügen, hier. Könnte man es nicht gegen ein anderes austauschen? Das würde er bemerken, ist schließlich kein gewöhnliches Schwert. Es ist schwerer, die Spitze ist stumpf und die Balance ist anders. Ich könnte deines nehmen und... Das würde ihm auch auffallen. Ein Henker kennt sein Schwert in- und auswendig. Er würde es merken, sobald er es in die Hand nimmt. Okay, also stehlen? Also muss ich es stehlen, stumpf machen und zurücklegen, bevor einer etwas merkt. Ja, das ist wohl der einzige Weg. Das wird interessant. Gut. Wie mache ich das Schwert stumpf? Ich nehme an, Schleifstein, oder? Und wie mache ich es stumpf? Soll ich auf eine Mauer einschlagen? Ich dachte, dein Vater wäre Schmied. Es reicht, den Grat zu verhunzen. Das macht auch weniger Lärm. Okay, das sollte genügen. Das sollte genügen. Das Fleischreißen? Beim Fleischreißen muss der Bastard leiden. Aber so lange wie möglich überleben. Aber wenn er gleich zu Beginn tot umfällt... Dann steht der Henker dumm da. Aber wie kann ich das bewirken? Ich weiß nicht. Das hängt vom Können des Henkers ab. Ein erfahrener Henker fängt dort an, wo es nicht zu heftigen Blutungen kommt.
an den Seiten, an der Brust. Und der Kuttenberger Henker ist gewiss erfahren. Ohne Zweifel. Sie verwenden eine spezielle Zange und währenddessen werden die Wunden versorgt, damit der Verurteilte länger am Leben bleibt. Okay. Ist auch von einem Medikus vielleicht? Was ist mit Gift? Hier. Was, wenn ich denjenigen abfülle, der sich um die Wunden kümmern soll? Besser nicht. Es könnte einer aus Ratei sein. Und selbst wenn nicht, wäre es dann nicht des Henkers Schuld. Okay, und was mit dem Gift? Eventuell könnte man die Zange mit etwas benetzen. Und du wüsstest womit? Ich kenne mich da ein bisschen aus und könnte etwas besorgen. Das würde gehen. Gute Idee, Heinrich. Okay, Gift, Fleischzange. Und das sollte genügen. Das sollte genügen. Und jetzt zum Gehängten. Was ist mit dem Galgen? Wenn das Seil reißt, ist das eine unfassbare Schmach für den Henker. Der Pöbel sieht es als den Willen Gottes an und manchmal muss der Verurteilte dann sogar freigelassen werden. Okay, ich werde das Seil durchschießen. Ich könnte es austauschen. Was, wenn ich es anschneide? Und wenn ich es austausche? Könnte klappen. Ich habe hier ein altes Seil, das ich nicht mehr verwende. Sieht in Ordnung aus, ist aber morsch. Gut, ich versuche es. Okay, und wie wäre es mit Durchschießen? Ich könnte das Seil aus einiger Entfernung mit einem Pfeil durchtrennen. Unsinn, das schafft keiner. Aber... Wer setzt dir solche Flausen in den Kopf? Etwa ein Weib? Selbst wenn du es treffen würdest, ist so ein Seil viel zu dick. Stimmt doch wieder. Und selbst wenn du es so durchtrennen könntest, glaubst du, dass niemand etwas bemerken würde? Ist wohl nicht der beste Plan, den ich hier erdacht habe. Das nee. Hoffe ich doch. Okay, was, wenn ich es anschneide? Und wenn ich es anschneide? Ich bezweifle, dass das klappt. Er würde es vor der Hinrichtung überprüfen, wenn er den Galgen vorbereitet, und würde es wahrscheinlich merken. Okay, das sollte genügen. Das sollte genügen. Gut, danke. Danke. So, Gespräch beenden. So. Der Kuttenberger. Oh, warte. Ich wollte eigentlich. Eigentlich wollte ich zuerst Hallo jemand anderem sagen. Und zwar, wo ist die junge Dame? Wie sieht's mit dem Essen aus? Sattheit ist noch hoch genug. Junge Dame? Da bin. Eliska, und die schläft noch. Nehme ich mal an. Wie spät ist es? Die schläft schon? So. So, zuerst mal zum Galgen. Schön, dass wir uns da verkeilt haben. Moment. Okay, der ist irgendwo da drüben. Also reiten wir... Ah, scheiße, geht ja auch nicht. Und die Aufnahme ist ja auch gleich zu Ende. So, dann gehen wir hier hin. Reiten gepflegt und gekonnt. Einfach direkt dahin. Während der Zwischen... Also zwischen den Pausen werde ich kurz alles verkaufen. Also zwischen den Aufnahmen, meine ich. Und dann sehen wir weiter. So. So. Gut, oder ihr könnt es gerade... Hast du was verloren? So. Grüß dich, Wirter. Dankeschön. Ich habe hier den... Aha. Dann viel Glück. Ja, danke. Verkaufen können wir noch. Wir hatten einen Haufen Zeug von uns, aber noch genug Geld. Nein, das behalten wir. Ja, gut. Streitkolben, der Rest ist nicht von da. Okay, hier. Gelbe Tunika, ja. Sind wir
was wir alles so kriegen von diesem Bastard. Bastarden. Es waren ja mehrere. So, das kann auch weg. Trinkwasser, Honig, edles Wein, Dörrfleisch. Der Rest behalten wir. Gut, was haben wir hier? Nichts von Bedeutung. Bei den Waffen haben wir alles. Besprechen wir den. Nun. Ich will ein bisschen mehr. Sagen wir so viel. Weil du es. Das ist noch immer. Noch schneller? Na dran. So. Ja. 900. Besser als nichts. Gut, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.